Und damit herzlich willkommen zurück bei Elex. Wir sind in Abessa und werden uns jetzt aus Abessa herausbegeben, um eine Ladung abzufangen. Oder abzuliefern. Hier, Berufsschläger, Friedenssicherung, Gottfried. Genau, auf der Karte markieren. Da wollen wir hin. Wo ist er? Hä? Ach, Moment. Habe ich jetzt die falsche Karte? So, das wollte ich doch. Ja, guck mal, da haben wir sie. Genau, dann teleportieren wir uns mal hier hin und laufen die letzten paar Meters. Ist das überhaupt richtig hier in die Richtung? Ja, scheinbar. Was sich die Menschen damals wohl dabei gedacht haben. Ja, das frage ich mich auch. Was sich die Menschen bei manchen Dingen denken. Aber man sollte es vielleicht nicht alles hinterfragen. Mutantenkraut. Oh, endlich wieder ein bisschen Pflanzen sammeln. Ach ja. Hier waren wir schon, ne? Also zumindest sind wir ja einmal durchgelaufen. Das hört sich gut an. Wissen und Technik sind die Zukunft der Menschheit. Wozu uns verseuchen, wenn wir mit unseren Händen Schnauze. Da oben ist nichts, ne? Ne. Ne, da ist nichts. Oh, Ratten. Give it to me. So, Ratten, Ratten, Ratten. Elektroschrott, habe ich das gerade richtig gesehen? Elektroschrott, keine Ahnung, was das war, aber ist egal. Speer. Ich frage mich eigentlich, kann ich die Speere auch einfach so benutzen oder brauche ich die für irgendwie eine Abwehr... Hier, wie heißt es? So eine Balliste oder sowas. Verschlossener Tresor. Hacken wir. Ich bin nicht gut genug. Okay, wir können nicht hacken. Wir sind nicht gut genug. Geil, eine Keule haben wir gefunden. Keule Stufe 1. Können wir mal gucken, wie geil die eigentlich ist. Die ist ein gutes Stück besser sogar. Aber wir können sie nicht tragen, weil wir zu schwach sind. Na gut. So. Die nehmen wir noch mit. Oh, wer die hier auch immer einfach so random irgendwo hinlegt, checke ich auch nicht. Weil jetzt erkenne ich erst, dass es eine alte Tankstelle gewesen ist. Komm her, wir. Schlafsack? Ja, nee. Den Tresor. Kriegen wir den irgendwie anders auf? Indem ich hier. Das war nichts. Das war nichts. Das war nichts. Ich könnte jetzt theoretisch noch ganz viel rumprobieren, oder? Das war nichts. Haben wir jetzt zufälligerweise irgendwo irgendeinen Hinweis darauf? Irgendeinen Zettel oder so? Oder muss ich das unbedingt hacken? Unglaublich. Wir wollten tanken, haben aber nicht lange gehalten. Die Leute sind völlig verrückt geworden, haben die Tankstelle quasi überrannt und dann angezündet. Versuchen jetzt im Osten am großen Stausee vorbei zur Küste runterzukommen. Hoffentlich hält der Tank. Gut, das war jetzt keine Information, die mich weitergebracht hat, aber interessante Story. Schön, dass man eine Tankstelle anzündet. Wie kommt man da auf so eine dämliche Idee? Ich meine, Benzin ist doch, wenn man weiß, dass die Welt untergeht, super wichtig. Zünde ich doch nicht das an, was ich noch habe und hoffe darauf, dass es eine große Explosion gibt, in der ich wahrscheinlich selber noch umkomme. Aber gut, was die Menschheit halt macht, wenn sie in Panik verfällt, ne, das weiß man halt nicht. So. Ist hier oben vielleicht noch was Tolles drauf? Nee. Naja, gut. Können wir uns leider nicht
an den Innereien des Tresors vergreifen. Hey, was ist hier denn los? Zweifachende Hände? Möge Kalan über dich wachen. Ja. Möge. Genau, Rainer. Du sagst es. Und du? Hallo. Bevor du weiter in die Wildnis ziehst, solltest du deine Vorräte aufstocken. Ich habe alles, was du brauchst. Was hast du mir? Alles, was er. Mit dir habe ich doch schon gequatscht. Du hast aber keine Pfeile für mich, deswegen bist du eigentlich belangungslos, ja. Plasmagewehr kann ich alles nicht ausrüsten. Kalans Hammer. Mhm. Ach, komm her, geh weg. Ich hab keinen Bock auf dich. Kann ich jetzt zufälligerweise hier oben drauf? Das wäre cool, muss ich sagen. Solche Sachen würde ich ja feiern. So Easter Egg-mäßig, das versteckt ist. Aber gut. Wie auch immer das hier zurückgelassen hat, weiß ich nicht. Ist mir auch egal. I got it. Tap, 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 tap. Besser, wir beeilen uns und verschwinden hier schnell wieder. Wieso? Ich hab keinen. Ich sehe keinen Grund, warum wir hier nicht reingehen sollten. Sieht doch sehr einladend aus. Tresor. Geil! Sanftes Klopapier, Alter. Hat sich auf jeden Fall schon gelohnt. Ups. Wollte ich doch gar nicht. Weißer Stein, Ratte. Tschüss. Ah, da hinten sehe ich doch schon ein paar hässliche Viecher. Spind, ein bisschen Metallschrott, ist okay. Wir haben hier noch irgendwas Schönes, was sich lohnt, hier aus den Regalen mitzunehmen oder so. Haufenweise Campingstühle. So. Got it. Oh, da kommen sie. Aua. Einmal kurz einen Zwischenstopp. Das funktioniert ja einwandfrei. Erstmal hier wieder ein bisschen an das Kämpfen gewöhnen in der Wildnis. Ich will auch so einen krassen Feuerball. Ah, so. Naja, es war ja fast einwandfrei, was wir hier gemacht haben, ne? Aber halt auch nur fast. Moin. Niemand da? Nix, gar nichts hier in Dietrich? Okay, ja, aber ansonsten nichts hier? Oh, Handgranate. Okay, ich habe nichts gesagt. So. Ich weiß, ich laufe schon wieder dahin, wo ich eigentlich nicht hin soll. Aber ich muss diese Umgebung einfach erkunden hier. Ich muss vor, ich würde sie nicht erkunden. Was ich dann hier alles jetzt verpassen würde. Zum Beispiel dieses Vieh, was uns innerhalb von zwei Schlägen komplett aus dem Leben rammeln wird. Oder hier dieses Dickicht, wo man nichts. Wie lustig ist das denn? Zwei Skelette, die sich gegenseitig füttern. Mir scheint, als hätte jemand hier so hingestellt. Ich glaube nicht, dass man so sterben kann. Halte ich für unwahrscheinlich. Aber wie gesagt, ne? Du musst dich halt in der Umgebung umgucken. Ansonsten siehst du genau so einen Quatsch hier nämlich nicht. Sehr lustig. Soll bestimmt irgendein Easter Egg sein, aber ich weiß leider gerade nicht,
wo der hingehört. Können wir den... Nee, ich glaube nicht. Oder? Schaffst du den? Den da hinten? Nee, ne. Ich glaube auch nicht. Aber es geht nichts darüber, es zu probieren. Jo. Wir machen auf jeden Fall todes viel Schaden. Oh, er macht aber nicht so viel Schaden, wie ich anfangs erwartet hatte. Ach, guck mal, Mensch, hier ist eine Brücke. Fire Crowd. Hm, was haben wir hier noch Hübsches? Eine mächtige Pflanze. Exquisit. So, hier drunter müssen sie hocken, ja? Moin, grüßt euch, Leute. Halt! Im Namen Kalans, keinen Schritt weiter. Was zieht dich in diese Gegend? Du bist doch nicht aus eigenem Antrieb hier. Es gibt keinen Grund, misstrauisch zu sein. Und ich sage dir, heutzutage gibt es 1000 Gründe. Aber wenn deine Absichten schlechter Natur wären, läge einer von uns bereits im Staub. Es ist mein erster Einsatz unter erschwerten Bedingungen. Darum verzeih meine übertriebene Vorsicht. Ich muss mich erst noch daran gewöhnen, dass nicht hinter jedem Baum der Tod auf mich wartet. Ja, ich denke, so unwahrscheinlich ist es nicht. Du kommst viel herum, oder? Gezwungenermaßen. Es mag dich überraschen, aber ich verstehe nicht viel von Technik. Da ich aber einen langen Marsch nicht scheue, bin ich prädestiniert, wenn es darum geht, etwas von A nach B zu transportieren. Meist in Begleitung einer Eskorte. Da uns aber die Männer fehlen, fällt die in letzter Zeit immer geringer aus. Und das hat zur Folge, dass du dich beeilen musst. Andernfalls sitzt dir nicht nur die Zeit, sondern auch noch Schlimmeres im Nacken. Noch Schlimmeres? Was könnte das denn sein? Irgendwie zum Beispiel dieses riesige Vieh, was da oben gerade rumgerannt ist und uns komplett aus dem Leben genommen hätte? Wo bist du denn schon überall gewesen? Hätte ich genügend Zeit und Ruhe, würde ich dir eine detaillierte Karte sämtlicher Gegenden anfertigen. Einmal war ich sogar vor den Toren Goliaths. Aber jetzt, wo sich die Berserker immer mehr abschotten, ist es besser, nicht ihre Nähe zu suchen. Okay. Meinst du, wirst du direkt umgenietet oder was? Sehe ich jetzt aber nicht so. Gibt es einen Ort, den ich mir mal ansehen sollte? Nun, aus dem Stegreif sind natürlich alle Orte, die ich gesehen habe, mehr oder weniger interessant. Aber ich erinnere mich an eine Ruine, die ich im Nordwesten von Abessa mal entdeckt habe. Ganz in der Nähe der Klippe. Ich konnte mich dort nicht genauer umsehen, aber vielleicht findest du ja eine passende Gelegenheit. Meist fehlt mir die Zeit für derartige Aktionen, wie jetzt auch. Wenn du mich also entschuldigen würdest... Lass dich nicht weiter aufhalten. Werde ich nicht. Danke für die Unterhaltung. Das hat mir etwas Abwechslung verschafft. Kein Problem. Bist du der Kontaktmann der Kleriker? Vielleicht. Ich nehme an, du wurdest aus der Kuppelstadt geschickt. Nein. Ja. Dann hoffe ich, du hast das Elex bei dir. Händige es mir aus. Ich werde das Zeug nach Ignadon schaffen. Hier, diese Kiste ist alles, was man mir mitgegeben hat. Gut. Der Inhalt soll während meiner Reise zum Hort versiegelt bleiben. Soll ich dich begleiten? Soll ich dich begleiten? Dazu besteht kein Anlass. Meine Beine sind ausgeruht und der Weg ist mir wohl bekannt. Dein Angebot in allen Ehren. Aber ich bin mir sicher, Kalan hat andere Pläne für dich. Nun sollte ich mich aber so langsam sputen. Je eher ich zurück bin, umso besser. Kalan segne dich, mein Freund. Möge er ebenso gnädig auf dich hinabblicken wie auf mich. Oh, das hast du aber schön gesagt. Gut, dann haben wir das abgegeben. Rollen uns ein bisschen auf dem Boden rum. Ich hätte jetzt eigentlich echt gedacht, ich muss den noch begleiten. Das wäre einfach so die klassische Schlussfolgerung. Aber naja. Dann nicht. Dann haben wir halt noch ein bisschen Zeit, um uns hier ein bisschen umzusehen.
Ja. Hier ist ja scheinbar nicht so viel Spannendes in diesem Wald. Da vorne ist irgendwas, was uns angreifen könnte. Ein Reißer. Gefährliches Vieh. Achtung. Ein sehr gefährliches Vieh, wie ich gerade sehe. Ein todesgefährliches Vieh, dem wir null Schaden machen gefühlt. Aber zum Glück hat es sich da festgebackt. Solange ich mich nicht bewege und es sich nicht bewegt, das könnte funktionieren. Ja, es frisst jetzt natürlich todesviele Pfeile. Aber wir kriegen den Reißer tot. Bugs sei Dank. Oh Mädel, Alter, mach jetzt aber bitte keine Scheiße. Und sie macht Scheiße. Gut gemacht. Hier könnte man sich fast schon niederlassen. Ja, ist eine super Idee. Hier könnte man sich echt niederlassen. Hey, hier ist Tomb Raider. Tomb Raider meine ich natürlich. Hat's Eisen geschmeckt? Ja, aber es gab doch hier immer diese Leichen bei Tomb Raider 4 zum Beispiel, die dann da irgendwo rumgelegen haben, wo man dann den Rucksack auseinandernehmen konnte. Speichern, genau. Nicht, dass wir hier den Kampf gegen dieses komische Vieh nochmal machen müssen gleich. Dann schweben wir mal hier übers Wasser. Hornwolf, den kriegen wir. Burn, baby, burn. Er hat mich voll gekotzt. Ekelhaft. Gut gemacht, Chefin. Tot. Dann schieben wir uns mal schnell hier 4-5 Schnitzel rein. So, dann sind wir auch gleich wieder völlig da. Ist hier noch irgendwas Geiles, was wir mitnehmen können irgendwie? It does not look like this. Hier oben auch nicht. Ups, jetzt habe ich aus Versehen aus Angst noch so ein Ding gegessen. Sumpfspinne ist ja ekelhaft. Springen wir mal hier voller Elan runter. Große Heilpflanze. Moin. Noch eine Leiche. Mensch. Scheint ja eine gefährliche Gegend hier zu sein. Oh. Sorgfältig geschriebene Notiz erhalten. Ich hoffe mal, wir sind hier safe. Dass ich die mal in aller Ruhe lesen kann. Da. Über meine Reise. Sicher in der Stadt angekommen. Direkt zum Handelsplatz gegangen. Abessa, City. Ist immer wieder eine willkommene Abwechslung. Ich konnte neue Waren für meine Brüder und Schwestern in Ignadon erstehen. Dafür lohnt es sich auch der weite und beschwerliche Weg immer wieder. Aber die Stimmung dort ist angespannt. Ich wurde sogar von einigen Outlaw-Ratten belästigt. Kalan sei gepriesen für den Fortschritt unserer Gemeinschaft.
Ignaton fern zu sein, führt mir wieder vor Augen, wie geordnet das Leben dort ist. Man begegnet keinem Elex-befleckten Abschaum. Unsere Stärke ist die Gemeinschaft. Sie ist einzigartig. So lerne ich mein Zuhause immer wieder aufs Neue zu schätzen. Aufbruch aus der Stadt. Gutes Wetter bedeutet, dass wir schnell vorankommen werden. Heute Morgen war es sehr stürmisch. Haben uns schließlich einen Fleck gesucht, um unser Camp aufzuschlagen. Unsere Kampfmaschinen machen mir Sorgen. Irgendwie scheinen sie neuerdings Probleme zu haben. Befehle zu befolgen. Ich sollte vielleicht... Tja, da sind die Kampfmaschinen wohl etwas abgedreht. Habe ich so das dumpfe Gefühl. Oh, Elektroschrott. Ja, irgendwie geht es ihren Beinen, glaube ich, auch nicht ganz so gut. Vielleicht hat so eine Kampfmaschine einfach mal einen Stein auf sie drauf geschmissen. Wer weiß. Das sieht mir wie eine Alpfestung da oben aus. Je ne sais pas. Das sind da hinten schon wieder für ein ekliges Vieh. Alter, hier gibt es so viele räudige Mistviecher. Ey, das ist ja unglaublich. Ein Verlorener. Ja, komm her. Ich zeig dir gleich, wie verloren du bist. Auf geht's. Den Kampf schlagen wir gemeinsam. Ja, klar. Jo, moin. Dass er sich auch nicht drehen kann, wenn er in der Luft ist, ey. Das ist ja super ätzend. Und das ist auch so eine Sache, die ich super geil finde, dass diesen winzig kleinen Hüpfer, den er dann da macht. Wenn ich eigentlich fliegen möchte und er einfach nur so ein Hüpf. Na, gucken wir mal, was das hier bringt. Alter, der hat das gecheckt. Oh. Moin. Okay, die überlebt ja auch nicht gerade viel. Gut. Kriegen wir den Schakal hier hinten wenigstens? Den Kampf schlagen wir gemeinsam. Genau. Ist nämlich ein Bro. Broine. Aua. Ja, da war ich ein bisschen zu spät. Ich lebe. Ja, schütten wir jetzt nochmal schnell zwei Tränkchen rein, ne? So. Gerade. Ja, alles alleine gemacht. Wie geht es dir? Ich bin okay. Sie ist immer noch neutral zu mir, ist okay. Was auch okay ist, denke ich, wenn wir einmal speichern und die Folge an dieser Stelle beenden, um morgen fortzufahren. Bis dahin, habt noch einen schönen Abend und lasst es euch gut gehen. Ciao.